Hallo, ich bin Thomas Breziner und hier gibt's eine Kostprobe aus meinem neuen Buch Frieda das Schwein. Erstes Kapitel: Knallsuse, Schnarchnase und Klobürstenfresser. Sie hießen Mona, Finn und Alex und waren zwei Mädchen und ein Junge. Alex war nämlich kein Junge, sondern ein Mädchen und hieß eigentlich Alexandra. Seit sie ein Baby war, fauchte sie und zeigte die Krallen, wenn sie jemand bei ihrem vollen Namen rief. Sie hasste Alexandra. Mona, Finn und Alex waren, ich wette, ihr denkt jetzt alle, Freunde. Voll daneben. Die drei konnten einander nicht ausstehen. Finn fand die Mädchen oberdoof. Punkt aus Ende. Alex hielt Mona für die totale Knallsuse und Finn für die übliche Schnarchnase, die alle Jungen in ihren Augen waren. Mona bekam Bauchschmerzen von Alex Geschimpfe und hielt sich deshalb meistens die Ohren zu, wenn sie in der Nähe war. Kam Finn, verdeckte Mona ihre Augen mit den Händen, denn er hatte ihr bereits zweimal sein nacktes Hinterteil gezeigt. Das reichte nun wirklich. Auf ein drittes Mal konnte sie verzichten. Mona, Finn und Alex hatten alle drei keine Geschwister. Sie waren weder Cousins noch Cousinen, noch sonst irgendwie verwandt. Trotzdem trafen sie einander fast jedes Wochenende. Der Grund waren ihre Eltern. Sie waren schon gemeinsam zur Schule gegangen und bis heute dicke Freunde. Eines Tages werden unsere drei Kids auch Freunde sein, sagten sie oft zueinander. Mona, Finn und Alex waren da völlig anderer Meinung. Lieber fress ich eine Klobürste mit Senf und Ketchup, bevor ich mit denen Freundschaft schließe, erklärte Alex ihrem Vater. Im Frühling beschlossen die Eltern, gemeinsam ein Segelboot zu mieten und eine ganze Woche lang in der Adria zu schippern. Da ihre Kinder keine Ferien hatten, konnten sie nicht mitkommen. Allerdings hätten die drei das auch gar nicht gewollt. Der Einfachheit halber sollten Alex und Mona bei Finn im Haus wohnen. Frau Gille, die Nachbarin, hatte sich bereit erklärt, auf die drei aufzupassen. Frau Gille riecht nach Kloputzmittel, beschwerte sich Finn. Und was sie kocht, sieht aus wie gehackte Goldhamsterkacke. Unsinn, Finn, sagte seine Mutter. Woher willst du eigentlich wissen, wie gehackte Goldhamsterkacke aussieht? Fragte sein Vater. Alex stampfte wütend auf. Eine Woche mit Finn und Mona ist schlimmer als Stecknadeln in der Unterhose. Und Frau Gille dazu, das ist, als würde ich mich auf einen Kaktus hocken. Mona versuchte bei ihrer Mutter alles, was schon einmal Erfolg gehabt hatte. Große, traurige Augen. Ein wenig Zittern. Eine Träne, die sie über die runde, rosige Wange rinnen ließ. Weil das alles ohne Erfolg blieb, klagte sie über Bauchschmerzen, aber nicht einmal dieser Trick konnte ihre Mutter erweichen. Schließlich mussten sich Finn, Alex und Mona geschlagen geben. Alle drei waren überzeugt, die gemeinsame Woche würde die schlimmste ihres Lebens werden. Keiner der drei ahnte, dass ihnen die aufregendste Woche ihres Lebens bevorstand. Eine Woche, die sie niemals vergessen würden. Nie, nie, niemals. Und dann ist der Tag gekommen. Sonntag. Alex und Mona werden zu Finn gebracht, die Eltern sind reisefertig und dann kommt ihr Abholer, das Taxi, viel zu früh. Es ist nämlich so viel Verkehr. Sie müssen auf der Stelle los. Aber Frau Gille, die ja babysitten soll, die kommt erst etwas später und hebt ihr Handy nicht ab. Die drei Kinder bleiben deshalb kurze Zeit alleine zurück. Als der Taxibus abfuhr, winkten die drei ihm nach. Nachdem er hinter der Straßenecke verschwunden war, kehrten sie ins Haus zurück. Ein Windstoß schlug hinter ihnen die Tür zu. Finn verschwand sofort nach oben. Alex kletterte wieder auf den Kirschenbaum im Garten. Mona stand allein im Vorzimmer und überlegte, was sie als nächstes tun sollte. Ding dong! Da klingelte es. Frau Gille war also gekommen. Ich mach nicht auf, rief Alex aus dem Kirschenbaum. Ich auch nicht, rief Finn aus seinem Zimmer. Mona atmete tief durch und ging zur Tür. Dann musste eben sie die Vernünftige sein. Sie öffnete die Tür. Na, alles oinki-doinki hier? Fragte jemand. Vor Schreck schlug Mona die Haustür so heftig zu, dass die Fenster im ganzen Haus klirrten. Finn vermutete, der Wind hatte Mona die Tür aus der Hand gerissen. Das geschah öfter. Alex hoffte insgeheim, dass Mona von Frau Gille schon die erste Strafpredigt gehalten bekam.
Bestimmt schwang Frau Gille den erhobenen Zeigefinger und sagte, nein, 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 man schlägt keine Türe zu. Du wirst die Türe jetzt 7-mal leise öffnen und schließen. Bei diesem Gedanken wanderten Alex die Mundwinkel hoch. Alex lauschte angestrengt, konnte aber absolut nichts hören. Finn ging es nicht anders. Die Stille war unheimlich. Schließlich kam er aus dem Zimmer, in dem er eine Weltraumstation aus leeren Joghurtbechern gebaut hatte. Er schlich zur Treppe und spähte in die Diele hinunter. Mona stand regungslos da und starrte auf die Tür. »Hast du Beton geschluckt?«, fragte Finn. Bevor sie antworten konnte, musste Mona tief Luft holen. »Da steht ein Schwein vor der Tür.« Finn gab einen dieser Lacher von sich, der wie ein Schnarcher klang. Alex, die aus dem Garten kam, grinste. Wie es aussah, hatte Mona Frau Gille die Tür vor der Nase zugeschlagen. Bestimmt hatte Frau Gille Schwein durch die Tür gehört und Mona würde gleich doppelt Ärger bekommen. Als sie die ungläubigen Blicke von Finn und Alex bemerkte, war Mona gekränkt, weil sie ihr nicht glaubten. »Es ist ein Schwein«, beharrte sie. Es wurde erneut geklingelt. »Ding Dong!« »Du spinnst mal wieder«, knurrte Alex. »Oder du hast einen Scherzkeks gegessen und willst uns reinlegen.« Alex ging an Mona vorbei und öffnete. Zum zweiten Mal wurde die Tür an diesem Tag heftig zugeworfen. Von seinem Platz im ersten Stock konnte Finn nicht sehen, wer draußen stand. Alex ging rückwärts zur Treppe, den Blick fest auf den Eingang gerichtet. »Das ist wirklich eine Sau.« Sie klang sogar noch überraschter als Mona. Wieder schrillte die Klingel. Es war ein Sturmläuten. Finn kam von oben herunter zu den Mädchen. »Ha, ha, ha, sehr witzig. Als Frau Gille das letzte Mal auf mich aufgepasst hat, war sie noch ein Mensch.« Mona stand der Mund offen und Alex hatte eine wilde Falte über der Nase, weil sie das Gesicht so verzog. »Wer steht wirklich vor der Tür?«, wollte Finn wissen. Monas Stimme zitterte. »Es ist ein wolliges Schwein. Auf zwei Beinen.« »Ha, ha, ha«, sagte Finn wieder. »Seit wann macht ihr zwei gemeinsame Sache? Ihr seid wohl dicke Freundinnen geworden.« »Sicher nicht«, protestierte Alex. »Macht Platz, das ist jetzt Männersache.« Finn schritt an den Mädchen vorbei zur weißen Eingangstür. Sofort flüchtete Mona in die Toilette und spähte durch die halb geöffnete Tür. Wenn nötig, konnte sie sich sofort einschließen. Selbst die sonst so unerschrockene Alex machte ein paar Schritte zurück. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Das Klingeln hörte nicht auf. Traust du dich jetzt nicht aufzumachen? Was? Alex deutete mit dem Kinn zur Tür. Na klar, traue ich mich. Ganz so mutig klang Finn nicht mehr. Weil er aber vor den beiden Mädchen nicht als Feigling dastehen wollte, verzichtete er, durch den Türspion zu blicken. Vielleicht würden die zwei dann loslachen, weil er reingefallen war. Er holte tief Luft, machte noch zwei große Schritte und packte die Klinke. Finn riss die Tür auf. Vor ihm stand, Aug in Aug, ein rosa Schwein mit Fell. Und es sagte, Heidi ho, ihr flotten Ferkel. Nun blieb auch Finn der Mund offen stehen. Das Schwein stand auf zwei Beinen und trug eine Lederjacke, einen Rock mit Karomuster, eine Handtasche über dem Arm und Stöckelschuhe. Den erschrockenen Kindern fiel auf, dass Minzgrün offenbar seine Lieblingsfarbe war. »Meine Nase ist bereits platt, also knallt mir die Tür nicht noch einmal drauf!« Das Schwein trat ein und schloss die Tür hinter sich. Neugierig sah es sich um. »Im Schweinsgalopp! Alle her zur Begrüßung!« Weder Finn noch Alex bewegten sich. Da steckte das Schwein eine Klaue ins Maul und stieß einen gellenden Pfiff aus. Selbst im Klo war er so laut zu hören, dass Mona die Hände auf die Ohren presste. »Alle antreten zum Drücken!« Alex hatte den Verdacht, das alles nur zu träumen. Sie kniff sich selbst mit aller Kraft in den Unterarm. Aua, es tat weh. Trotzdem wachte Alex nicht auf. Nun wurde das Schwein ungehalten. »Jede Wildsau hat mehr Benehmen als ihr«, schimpfte es. »Hat euch keiner beigebracht, dass man seinem Babysitter wenigstens Hallo sagt?« »Babysitter«, riefen Finn, Alex und Mona aus dem Klo. »Ich werde eine Woche lang auf euch aufpassen«, erklärte das Schwein. »Wie von euren Eltern gewünscht.« »Seit wann ist Frau Gille ein Schwein?«, fragte Mona durch die Klotür. »Wer ist Frau Gille?«, wollte das Schwein wissen. »Ich kenne keine Frau Gille. Mein Name ist Frieda.« Und so beginnt sie. Eine Woche
die die drei nie vergessen werden und in der Frieda bei ihnen alles auf den Kopf stellt. Frieda, das Schwein. Im Buch erfahrt ihr, wie es weitergeht. Das borstigste Kindermädchen der Welt. Alles oinki-donki. Viel Spaß!